Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal, mein Name ist Reiter und wir sind in Folge Nummer 20 von Astroneer. Ja, ich habe hier schon mal was angestoßen, ne? Da wird gerade wieder neue Lagerfläche gemacht und ich habe den Wagen leergeräumt, habe hier noch was in den Schmelzofen geschmissen und gleichzeitig hier, ach da hinten ist ja auch noch einer, gleichzeitig hier rechts was zum Forschen da reingeschmissen, aber wir haben ja eine zweite Forschungsgeschichte, dann wollen wir die gerade da auch noch nutzen, dass das da... Das hat jetzt nicht so gut geklappt, ne? Wo liegt das Ding jetzt? Ja, sehr schön, ne? Jetzt muss ich das Teil so legen, dass ich es wiederfinde. Und dann machen wir den da dran, ne? Okay, dann würde ich sagen, nach dem Intro gucken wir weiter, was wir dann machen. Und ja, wir haben jetzt hier wieder neue Lagerfläche, die müssen wir dann natürlich machen und dann schauen wir weiter. Ich würde sagen, bis gleich. So, da ist auch schon ein Groß. Können wir dann umpacken. Ja, wir haben hier so schöne Lagerflächen, die wollen wir doch dann alle mal hier so vielleicht aufbauen. Mach die mal in der zweiten Reihe und dann gucken wir weiter. Plattformen sind angesagt, die brauchen wir auf jeden Fall vielleicht. Und dann können wir die nämlich auch so machen wie hier. Dann sieht man ein bisschen mehr. Da sollten wir dran arbeiten. Aber wir wollen ja weiter gucken, was wir sonst noch so machen können. Ne? Untersuchen wir mal hier. Hier haben wir eine große Plattform. War die irgendwo für gebraucht? Nee, das ist passend. Das ist passend. Nee, die brauchen wir jetzt glaube ich gerade nicht. Das war die große erweiterte Plattform, da haben wir schon eine rumstehen. Buggy brauchen wir nicht, großer Drucker, Schmelzofen haben wir, Forschungskammer haben wir zwei, Exo-Auftragsplattform. Ja. Große Plattform, warte mal, das sind wir schon durch. Ne, das ist die große Plattform, doch hier, das hatten wir glaube ich als erstes, ne? Ja. Große erweiterte Plattform, ne, hier sind wir erstmal durch. Ich würde jetzt sagen, wir gucken mal gerade, was wir forschen können, wollen, machen. Achso, die Portalkammer hatten wir ja schon entdeckt. Können wir dann hier unsere Belohnung abholen? Gegenstand sieht ein bisschen komisch aus. Jetzt brauchen wir Zinkblende. Die müssen wir dann gucken, dass wir die finden, ne? Umrüsten. Achso, den Boost-Geschichte alles. Ja, das sollte man vielleicht auch mal in Angriff nehmen, ne? Erzentrifuge, so heißt es denn. Mittlerer Schredder ist klar, was wäre QTRTG und da unten steht noch ein Gegenstand. Feldunterkunft. Reden über Wolfram. Bonus, da gibt es Augen auf Lithium, haben wir aber noch nicht gefunden. Drucke und fülle einen mittleren Ressourcenkanister, den müssen wir auch noch erforschen dann. Ja, da gibt es auch einen QTRTG. Das ist komisch, da gibt es 1000 Byte. Aktiviere ein Portalkammer, ja, da müssen wir dann wohl Generatoren für haben. Köderschalter, Sammler, Sinkblender, ja. Das ist jetzt vielleicht hier unsere Aufgabe, die nehme ich mal mit ins Repertoire auf hier, weil das ist jetzt wahrscheinlich in Sperredruck und befestigt im Boost-Modus am Geländewerkzeug. Das sollten wir jetzt vielleicht als nächstes machen. So, dafür ist die Forschung angedacht, ne? Verbindung. Kleiner Drucker, ne. Kleiner Kanister. Das ist auch nichts mit Boost-Modus. Kleiner Generator. Da müssten wir auf jeden Fall gucken, dass wir weitere Generatoren kriegen. Ne? Aber das... Den haben wir ja schon erforscht. Boost-Modus, da ist er. Verfügbar. Habe ich... Ein Sperredruck und... Ach, drucken muss ich den auch noch. Okay. Dann ist hier nichts mehr. Dynamit ist hier. Was haben wir hier noch? Feuerwerk. Feststoffsprungbooster. Was ist das für ein Ding? Hydrazin Jetpack. Okay. Ich glaube, dann sind wir hier in der Stufe erstmal durch. Gucken wir mal gerade Stufe 2. Mittelgroßer Drucker. Sauerstoffmacher. Der Rest ist noch nicht da. Hier ist noch was.
Großer Drucker, Forschungskammer, alles klar. Was können wir hier noch? Großes Solarmodul. Das wäre vielleicht auch ganz interessant zu haben. Wir haben 3200 und wir brauchen 4000. Okay. Große Windturbine, die wäre auch sehr wichtig. 3500, da müssen wir noch weiter forschen für. Und hier haben wir 5000 für Ressourcenkanister. Okay, das wird alles noch ein bisschen dauern. Und hier für Stufe 4. Ja, der Autoextraktor, 7500. Das sollte eigentlich ein großes Ding sein, dass wir das machen, ne? Ein Schredder ist jetzt nicht so spielentscheidend. Also der Autoextraktor, das ist schon ein Tool, was ich gerne hätte, damit wir wirklich Sachen aus der Erde rauskriegen, ne? Automatisch vor allem. Ja. Forschungsproben laufen. Wir müssten aber eigentlich zusehen, dass wir diese großen Forschungsproben kriegen, die ich da auch schon sehe. Eine. Die sollten wir definitiv haben hier. Weil die bringt uns eine ganze Ecke mehr Punkte ein beim Forschen und ne? Okay, das dauert jetzt etwas länger, das Laufen. Jetzt kriegen wir auf jeden Fall wieder Sauerstoff, das ist schon mal gut. Leg die mal dahin. Dann haben wir die, also Zinkblende war jetzt angesagt und wir müssen dann Boost-Modus basteln oder so, ne? Verbindung, was haben wir denn hier jetzt? Sauerstofffilter, kleiner Kanister, kleiner Generator, Leuchtfeuer, Arbeitslicht, kleine Batterie, Verlängerung, Boost-Anpassung, da ist er. Was brauchen wir? Zink, jetzt brauchen wir die Zinkblende natürlich, okay. Jetzt müssen wir mal gucken. Zinkblende haben wir noch nicht. Die gibt es irgendwo unter der Erde, meine ich, ne? Steigen wir mal hier ein. Jetzt müssen wir nur gucken, wie kommen wir runter und wo macht es am meisten Sinn, ne? Hier konnten wir runterfahren, ne? Ja. Jetzt haben wir keinen Strom mehr. Gut, dass wir gerade gebremst haben, ne? Biomasse ist jetzt gerade nicht so viel da. Aber das klappt noch alles so, wie ich mir das vorstelle, dass wir gleich auch wieder rauskommen, ne? War hier unten Zinkblender? Gute Frage, ne? Ich glaube noch nichts, ne? Hier ist Gemisch. Ja. Wir sind auf jeden Fall hier schon mal lang gefahren, meine ich. Da geht es ja noch ein bisschen tiefer, ne? Lass uns mal gerade einmal hier aussteigen und schauen. Ist hier noch was Heiles dran, ne? Feuerwerk, okay. Nehmen wir das mal mit. Das ist nur Schrott. Das auch. Hier haben wir schon gesammelt, aber was? Da geht es ja noch viel tiefer runter, ne? Ich glaube, wir sollten mal gerade hier schauen, dass wir das nutzen, dass wir auch tiefer kommen. Das ist natürlich gerade ein bisschen schwierig. Gucken wir mal. Hier ging es ja noch eine ganze Ecke tiefer, wie wir gerade sehen, ne? Das gefällt mir jetzt hier nicht, wie die Schräge gerade ist. Und ich habe wahrscheinlich. Ah, Gemisch gab es aber hier oben, ja. Da müssen wir erstmal Gemisch holen, ne? Das brauchen wir mal gerade, das Gemisch. Warte mal, hier ist auch nicht so schön. Da fällt man ja gleich runter. Und holen hier erstmal gemischt, damit wir die Dinge ins Verbindung machen können. Ne? Weil Verbindungen haben wir jetzt noch nicht. Die sollten wir mal gucken, dass wir die kriegen. Ne? Thank you.
So, erstmal kurz, ne, oh. Verbindung, kleiner Drucker, Verbindung, da sind sie. Machen wir gerade. So, da haben wir wieder welche, aber wir können die auch zweimal machen. Gut, das stecken wir wieder weg. Lass uns mal gerade mal den Rucksack aufmachen. Das Gemisch kann da drauf. Was haben wir hier? Ein Feuerwerk kann auch da drauf. Energiezelle ist okay. Kleine Batterie ist auch okay. Der Rest, den nehmen wir erstmal mit. Und jetzt gehen wir weiter, gucken, dass wir da unten eine Schräge hinkriegen. Die. Oh, das ist schlecht gewesen. Das ist schlecht gewesen. Wo kriege ich die hin, dass die. Habe ich hier oben auch schlecht? Okay, der passt. Der passt jetzt auch. Der passt nicht. So passt es aber erstmal. So, hier müssen wir wieder einstecken. Und jetzt müssen wir hier unser Werkzeug haben. Hier erstmal runterkommen, oder? Der muss ein bisschen weiter zurück. So. Oh, das ist aber noch hoch. In die Spalte brauchen wir gar nicht rein. Wir müssen jetzt hier gucken, dass wir hier weiterkommen, ne? So, dann mal hier lang gegangen. Aber jetzt sind wir unten, ne? Aber jetzt haben wir ja keinen Sauerstoff gerade hier. Da ist er. Das bedeutet, hier einen Tee hinmachen. Mach den mal weg. Weiter runter gegangen. Hier eine Verbindung bauen. So, jetzt sind wir unten. Kann das sein? Oh, da geht es noch viel, viel tiefer. Okay. Da hinten leuchtet irgendwas. Das wollen wir mal gucken, was das ist. Ah, Dingens Forschungsteile. Ist hier irgendwo was zu sehen? Ne. Und da geht's auch noch runter, ne? Ne, nee, da ist Dead End und da hinten, da geht's aber auch noch weiter. Gucken wir gerade hier um die Ecke. Und haben wir hier noch was Interessantes? Da hinten läutet jetzt irgendwie auch noch. Es täuschte nur, dass es hier leuchtet, oder? Also. Ein Durchgang, aber da geht es auch noch weiter, ne?
ist aber weites verzweigtes System, ne? Okay, hier ist der Sauerstoff ein bisschen zu weit weg. Das geht noch. Da geht's wieder runter. Gucken wir da mal rein. Da ist vielleicht noch ein Loch, wo es wieder weitergeht. Oder ist dem so? Glaube ja, ne? Ja, das sieht aus, als ob es da noch tiefer geht. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir hier eine angemessene Schräge darunter kriegen, dann, ne? Oh. Vielleicht so, ne? Dann kriegen wir auch eine angemessene Schräge vielleicht darunter. Okay. Das ist gerade ein bisschen doof. Dann sind wir, glaube ich, unten, oder? Nee, doch noch nicht ganz. Hier können wir jetzt einen T setzen. Jetzt sind wir erstmal hier. Kann man da vorbei? Ja. Okay, das bedeutet hier machen wir uns auch noch tiefer. Wir haben keine Dinger mehr. Okay, das bedeutet, wir haben erstmal eine schöne Entdeckung gemacht für weitere Höhlen. Da hinten ist, geht es auch noch weiter. Ja. Ja, müssen wir schauen. Müssen wir wieder hochkommen erstmal. Und dann haben wir jetzt gefunden, Material, nichts. Wir haben ein riesiges Höhlensystem. Müssen wir vielleicht dann erstmal gucken müssen, wie wir da weiter ausbauen. Was glitzert da so Schönes? Ist das Zinkblende? Ich glaube, das ist Zinkblende, oder? Ja, dann hat sich's. Ja, das Werkzeug ist gerade falsch. Dann hat sich's ja doch gelohnt, hier runter zu gehen, weil dann haben wir die Zinkblende geschunden, die wir brauchten. Wir sind nur halt nebenher gelaufen, ne? Okay, das ist schon mal gut. So, ich glaube, jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir wieder an Sauerstoff kommen. Da ist die Linie. Gut. Wir haben jetzt nichts, was wir hier markieren können, ne? Das sollten wir vielleicht noch ändern. Ich hoffe, ich gehe jetzt richtig rum. Aber ich meine ja, ne? Und dann müssen wir das Ganze ausbauen, dass wir hier mit dem Wagen hinkommen, ne? Würde ich mal sagen.
Weil das ist vielleicht doch wichtig, dass wir hier passend hinkommen. Ne, da brauche ich nicht unbedingt durchlaufen. Ich kann hier rumgehen. Ja, dann müsste hier irgendwann auch unser Auto gleich kommen, meine ich. Aber das müssen wir alles hier ein bisschen optimieren. Dass wir hier besser hochkommen, ne? Und vielleicht auch nicht dabei noch abstürzen oder so. Da ist unser Fahrzeug. Gut, dann würde ich sagen, wir haben hier irgendwo ja auch noch gemischt. Dann können wir gemischt, dann können wir diese Teile machen. Dann werden wir in der nächsten Folge schauen, dass wir da ein bisschen weiter ausbauen, dass wir hier besser runterkommen und so. Das machen wir aber alles in der nächsten Folge. Ich würde sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.